weiß nur, der Minister nimmt die Arbeitslosigkeit sehr ernst. Das Schöne am Kapitalismus, dass von der Habsucht weniger alle was haben. Die einen mehr und die anderen gar nichts. Und trittst du in das Leben raus, sagt man, du hast es geschafft. Du hast ab sofort die Schule aus und bist jetzt Arbeitskraft. Tritt nicht so doll, du bist wohl neu. Pass auf, da liegt was vor dir. Du musst schon etwas genauer hinsehen. Das ist deine Zukunft hier. Deine Zukunft liegt da oben. Da unten die im Dreck. Das ist deine, nimm die da oben keinen weg. Was hat dein Lehrer dir denn erzählt? Von Sozialstaat, von Präsident. Von Freiheit, Gleichheit und Lücke Schmied. Von offenen Armen für jedes Talent. Erzählte er von freier Marktwirtschaft, dass sie frei ist, wenn nur einer bestimmt. Den Fuß von Nachfrage und Angebot, auch wer nach dir fragt und wer dich dann nimmt. Hat der Berufsberater dir endlich gesagt, wo die ganzen Lehrstellen sind? Ja, gestern waren sie noch alle da. Die Antwort weiß nur der Wind. Deine Zukunft liegt da oben, da unten die im Dreck. Das ist deine, nimm die da oben keine weg. Musst du auf ein Jahr warten? Das ist ein Jahr, um das man dich bescheißt. Dein Alter, der macht Kurzarbeit und dich liegt dann auf Eis. Sind doch deine Eltern froh, wenn du aus dem Haus raus bist? Du liegst auf ihren Taschen und so. Und dann das sonst ist taugen nichts. Weil eure Suppe dünner wird, wird auch an dir gespart. Was machst du so jung und schon arbeitslos? Was machst du mit dem paar Mark? Deine Zukunft liegt da oben, da unten dir weg. Das ist deine, nimm die da oben keine. Nützlich zu Haus, steh nicht rum, trockne ab und kauf ein. Und gehst du mal tanzen und reißt wen auf und sagst halt, grad wenn's dir gefällt. Du bist kein Kind mehr, aber willst auch keins. Doch für die Pille hast du kein Geld. Deine Zukunft liegt da oben, da unten die im Dreck. Das ist deine, nimm die da oben keinen weg. Freundin dich im Freizeitheim jeden Tag. Ihr kennt es nicht, das gibt's auch nicht. Ihr trefft euch wie immer am Park. Da hängen an der Ecke Automaten rum, voll Marktstücke. Das ist gar nichts mehr. Rideout und Honda und fängst dich in Schwung. Danach machst du's bestimmt nie mehr. Deine Zukunft liegt da oben, da unten die im Dreck. Das ist deine, nimm die da oben keine weg. Muskeln her, zeig mal, wie arbeitskräftig du bist. Du hast deine guten Rechte hier, doch Recht auf Arbeit, das hast du nicht. Und wenn du Glück hast, so jung und willig, und kriegst eine Hilfsarbeit, red nicht so doll, du bist wohl neu. Pass auf, da liegt was vor dir. Du musst schon etwas genauer hinsehen. Das ist deine Zukunft hier. Deine Zukunft. Deine Zukunft! Ist das nicht meine Liebe? Ja, meine Teure!
Ereignisse. Wirtschaftskrisen haben immer so etwas Prickelndes an sich. Merken die was oder merken die nichts? Kurzarbeit, nur fliegen ist schön. In dem Arbeitsamt stehst du auf dem Gang und stehst nach Arbeit an und kommst dir überflüssig vor, kommst dir überflüssig vor. Und dein Nebenmann, der ist auch zu viel, nun seid ihr schon zwei zu viel. Zwei, die man nicht gebrauchen will, nicht gebrauchen will. Und der vor dir kriegt keine Ausbildung und ist noch für Akkord zu jung. Drei, die man noch nicht nötig hat, noch nicht nötig hat. Und die 17-jährige Marion ist Näherin. Und Renates Firma ging gerade in Konkurs. Gabi wäre gern Verkäuferin in einer kleinen Boutique. Auch was Ähnliches nähme sie sofort. Im Arbeitsamt stehst du auf dem Gang und stehst nach Arbeit an und kommst dir überflüssig vor, kommst dir überflüssig vor. Und der Autoschlosser könnte dein Vater sein, das Werk stellte die Fertigung ein. Er war 30 Jahre im Betrieb, 30 Jahre im Betrieb. Eine Schreibkraft wartet, dass man ihre Nummer ruft. Ein Umschüler hat mal wieder den falschen Beruf. Und auch eine Lehrerin füllt Formulare aus. Und Mustafa denkt an zu Haus. Als Arbeitnehmer musst du Arbeit nehmen, doch der Arbeitgeber muss dir keine geben. Der hat einen schönen Beruf, einen schönen Beruf. Und der Arbeitgeber wird nie arbeitslos, der wird höchstens die Arbeiter los und lässt sie für sich stempeln gehen, lässt sie stempeln gehen. Arbeitsamt stehst du auf dem Gang und stehst nach Arbeit an und kommst dir überflüssig vor, kommst dir überflüssig vor. An einem Tag mit nichts tun, Gräfin Thyssen. Dafür trägt sie das Risiko, enteignet werden zu müssen. Unter den Rock das Kapital, der Hurenbock. Da sagte der Wehner, ach, ach hey, da war sie schwanger, die SPD. Zur Berufsbildung verabschiedet. Wozu? Zum Abwischen gehen. Musik.
diese Krise, wie schrecklich. Dann hat mein Mann mir erklärt, dass die auch uns gehört. Na cool, wie läuft's denn so? Das läuft so. Und das läuft so. Ja. Und wir alle waren Zeuge heute früh, wie das so läuft. Arsch. Die SPD will mehr Demokratie wagen. Die FDP will mehr CDU wagen. Die CDU will mehr Polizei wagen. Die Polizei will mehr Einsatz wagen. Die Reaktion will mehr Leichen wagen. Das Kapital will mehr Panzer wagen. Aber Johnny will mehr Sport wagen. Mama, Mato! Hey, 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 Johnny! Dein Auto ist ja so sportlich. Dein Auto ist ja so wild. Thank you.
Schicksalsstory. Die Lola hat von Anfang an besonderen Stil und von besonderen Puppen hatte sie besonders viel. Die eine konnte weinen und die andere macht Pipi und wenn sie feste drückte, kam viel. Die Lola wurde älter und sehr kritisch im Nu. Sie kaufte sich nicht alles, sah nur fernisch nur zu. Las Bravo Foto Stories, war zum ersten Mal ein Glied in Muttis Freizeitrevue. Die Lola wusste gleich, sie kriegt mal Hollywood-Format und auch das erste Schamhaar schon länger sie hat. Sie kämpfte gegen Pickel mit DDD und der erste Freund, der tat noch weh. Sie war der Stolz der Schule, denn sie tat, was man ihr sagt, hielt nie den Lehrplan auf, indem sie unnötig fragt und lachte, weil die Griechen, Türken, Spanier nichts verstehen und durfte in die 10. Klasse gehen. Die Mutti sagte ihr, wie man die Azaleen gießt, wie man Synthetik wäscht und wann der Spargel schießt, wie man dem Mann verheimlicht, wenn man seine Tage hat und welches Essen macht am meisten satt. Wozu ein Traumberuf? Ich will ne Traumhochzeit, ich weiß. Zwei Kinder, Neubauwohnung, Auto, netter Freundeskreis. Ein Mann, der treu ist, mich verwöhnt und fleißig Geld reinschafft. Wer tüchtig ist, kommt hoch aus eigener Kraft. Die Lola wollte, wenn schon, dann die Küche gleich komplett. Und mal was völlig anderes, ein französisches Bett. Entdeckte ihre Liebe für den altdeutschen Stil. Da weiß man, was man hat, das haben nicht viel. Lola heiratet Johnny und das Schicksal setzt den Hobel an. Der Johnny wollte Arbeit und vom Wohlstand auch ein Stück. Die Lola wollte Sicherheit und ein bescheidenes Glück. Und Ordnung in der Wirtschaft, dachten sie, die gibt es schon. Und Ruhe wollten sie vor Inflation. Die Mieten und die Preise stiegen, nur der Preis für Arbeit nicht. Krankmeldungen und die Löhne sanken, nur die Raten nicht. Die Bänder liefen plötzlich etwas schneller in den Hallen. Ein Dicker sprach von Gürtel enger schnallen. Was früher Überstunden hieß, heißt plötzlich Kurzarbeit. Für Lolas Zeitarbeit ist keine Zeit, es tut uns leid. In Johnnys Werk wird eingespart, auf Johnny fällt die Wahl. Was ist an so einer Marktwirtschaft sozial? Doch nicht nur Johnny, auch noch andere waren im Werk zu viel. Was komischerweise allen nicht gefiel. Dies wiederum gefiel der Aufsichtsratsversammlung nicht. Und die tun, wie sie sagen, ihre Pflicht. So kam es und der Personalchef wurde auf Johnny geil. Mein lieber Johnny, am letzten Streik, da nahmen Sie doch teil. Haben Sie das denn nötig? Ja. Sie traten, glaube ich, auch in die Gewerkschaft ein. Muss das denn sein? Ja. Jetzt fehlt nur noch, dass Sie auch in der Betriebsgruppe aktiv werden. Ja. Ja, muss ich mir das denn gefallen lassen? Ja. Mein lieber Johnny, machen Sie nur weiter so. Ja. So fängt der größte Klassenkämpfer auch mal kleiner an. So steht das bravste Mädchen irgendwann mal ihren Mann. Und wenn man stets so wenig kriegt, dann kriegt man mal zu viel. Hat plötzlich mit den anderen ein gemeinsames Ziel. Weil's uns drinnen so gefällt, sind Mauern und Gitter davor.
damit niemand einbricht und uns beklaut. Ihm sogar ein eisernes Tor. Unsere Mutter trägt ihr Uniform, sie sorgt für Geborgenheit, für Wärme und dass wir fleißig sind, schreit nur, wenn einer mal schreit. Unser Vater ist ja nicht irgendwer, ist Direktor und hat studiert. Der weiß sehr viel und spielt Klavier, lässt früher raus, wer sich gut führt. Meine vorige Mutter war Näherin, 300 Erbsen pro Schicht. Vier Kinder träumten vom Lottogewinn, Zeit zum Leben hat sie nicht. Mein Vater flog bei Daimler raus, der Pfiff aus dem letzten Loch. Und wenn er nicht gestorben ist, dann säuft er heute noch. Drei Zimmer sozialer Wohnungsbau, Schulaufgaben am Küchentisch. Unser täglich Streit, Frau über Bett und Mädchen nur im Gebüsch. Die Schule war so wie zu Haus, Strafen am laufenden Band. Aufstehen, sein Faul, Setz und Renitent. Ich würd schon sehen, wo ich mal land. Als Wagenwischer ging ich dann, Duschräder mit dem Fellhandschuh. Putzte Scheiben in teuren Schlitten drin, sowas knacken, das geht im Nu. Beim ersten Mal wollte ich nur mal fahren, beim zweiten wollte ein Mädchen mich. Nur wenn ich ihr was bieten kann, da hat's den Wagen erwischt. Bis 30 kann ich abbezahlen, Zukunft frag ich mich wann. Mein Leben ist zu Ende schon, obwohl es noch gar nicht begann. Ja, Herrschaften, kommen Sie näher hier, die Stimmung hier von unserem kleinen, improvisierten Rummelplatz vor dem Arbeitsamt. Hier gibt es heute die Sensation, die Verfassung ohne Unterleib, nur ich. Mit dem Radikalen, der das Jahr erschafften, da kann man endlich wieder alles mit sich machen lassen. Man braucht sich nicht ständig zum Unbeobachter zu führen. Man braucht keine Sicherheit und Wallerwart. Ob zum Kampf, was zum Schützen, ja, man sie benötigt. Man kann sich wieder über alles Gedanken machen lassen. Man kann wieder offen über alles schweigen. Man kann sich endlich. Bezug nehmen, wie viel Grundrechte. Jeder ist vor dem Gesetz gleich. Es sei denn, er besteht darauf. Müssen wir ihn leider mitteilen. Jeder kann seine Meinung frei äußern. Es sei denn, er hat eine. Thank you.
durch alle Änderungen. Die Wahl des Arbeitsplatzes ist frei. Es sei denn, man ist arbeitslos. Leider nichts mehr übrig geblieben ist. Eigentum verpflichtet. Es sei denn, man hat welches. Yes, ach, denn man kann sich wieder über alles Gedanken machen lassen. Man kann dann wieder offen über alles schweigen. Man kann sich endlich wieder alles gefallen lassen. Wochen im Wald, der Wind ging schon kalt, da hat man dich gefunden und nicht einmal gesucht. 2 Jahre von 3, da war's schon vorbei, da hat man's dir gesagt und dich nicht mal gefragt. Was machte dir den Abschied so leicht? Hast du nichts mehr erwartet von den anderen, von dir? Warst du denn so enttäuscht? Dachtest, es liegt an dir? Im Rechnen diese Hex und du sitzt vor der Tür. Der Karl war nicht dumm, sagt dein Lehrer von dir. Dein Vater sagt, du warst froh nach ein paar Maß Bier. Und du hast auch erzählt deinem Freund in der Stadt, wenn's hier nicht klappt, dann hau ich ab. 2 Wochen im Wald, der Wind ging schon kalt, da hat man dich gefunden und nicht einmal gesucht. 2 Jahre von 3, da war's schon vorbei, da hat man's dir gesagt und dich nicht mal gefragt. Kannst du denn nun etwas für deine Geburt? Kannst du was für die Eltern deines Vaters Beruf? Kannst du was für die Schule und für die Schulraumnot? Für ausgefallene Stunden und für deinen Tod. Er raubte dir die Hoffnung, er nahm dir den Mut, er stahl dir die Zukunft, versperrte dir den Weg. Für wen warst du eine Nummer? Er machte dir Angst, er nahm dir die Arbeit. Platz, Blumen wachsen über dir, da hast du.
Es fährt ein Zug durch die Zeit, der heißt Fortschritt. Da sitzen alle die drin, die sich nicht alles gefallen lassen, die sich wehren, die gegen Missstände Sturm laufen, die das Maul aufmachen und nicht nur an sich denken, die was tun. Da sitzen Jugendliche drin, da sitzen Eltern drin, Kinder, Greise. Da sitzen Weiße drin, Schwarze, Rote, Gelbe, da fahren alle Völker der Welt mit. Während der Zug durch die Zeit fährt, unterhalten die Leute sich drin in den verschiedensten Sprachen und verstehen sich. Und sie denken alle an das Gleiche, nämlich an ein menschenwürdiges Dasein. An ein Dasein, wo sich niemand mehr seiner Herkunft schämen muss. An ein Dasein, wo sich niemand mehr minderwertig vorkommen muss. Wo keine Träne mehr vor Wut oder Ohnmacht vergossen wird. Wo man in den Gesichtern allenfalls Lachfalten sieht. Und bei dir im Abteil, da sitzen Jugendvertreter drin, Gewerkschafter, vom Berufsverbot betroffene Genossen. Da sitzt eine alte Frau, die gegen Hitler im Untergrund gekämpft hat. Daneben ein Mann, der in Berlin bei der Novemberrevolution dabei war. Und schräg gegenüber der Alte sieht aus wie Marx. Und während ihr darüber redet, wie der Zug noch schneller fahren könnte, rauscht draußen am Fenster die Zeit vorbei. Durch die Trümmer von Rom, wo verzweifelte Patrizier sich jetzt selber die Füße küssen. Da fahren wir über die Schlachtfelder des Mittelalters, wo verzweifelte Könige jetzt alleine Krieg führen. Da fahren wir über die Ländereien der Lehnsherren, die sich jetzt verzweifelt selbst ausplündern. Da sehen wir die deutschen Fürsten, die jetzt selbst hungern. Da fahren wir vorbei an verfallenen Lustschlössern, an Sommerresidenzen, an Fluchtburgen. Da sehen wir Sklavenaufstände, Bauernunruhen, französische Revolution, Unabhängigkeitskrieg in Amerika, Weberaufstand in Schlesien, Oktoberrevolution in Russland, Novemberrevolution in Deutschland, Vietcong, Frelimo, Bewegung der Streitkräfte in Portugal. Zwischendurch hält der Zug an. Dann steigen wieder die fortschrittlichen Kräfte ihrer Zeit ein. Da siehst du den Heine einsteigen, den Brecht, den Tucholsky. Da siehst du all die vielen ganz normalen Leute einsteigen, die einfach nichts anderes wollen als Gerechtigkeit. Die einfach sagen, Fortschritt, das ist auch kürzere Arbeitszeit. Fortschritt, das ist auch mehr Lohn, mehr Bildung, mehr Schulen, weniger Kasernen. Und die sagen natürlich, wozu taugen Unternehmer, die Krisen nicht verhindern, sondern daran verdienen? Die den Fortschritt bremsen, die Schienen blockieren, deren Verfassung Stiefel trägt, deren Freiheit das Horst-Wessel-Lied pfeift. Und immer mehr Leute steigen in den Zug und die Kapitalisten haben Angst, dass er weiterfährt und versuchen euch hinauszulocken und lassen euch von ihren Realpolitikern Wirtschaftsmärchen erzählen und versprechen euch haltbare Seifenblasen und Einbahnstraßen in beiden Richtungen und einen sozialen Kapitalismus. Doch die Leute im Zug lächeln hinaus. Und der Zug fährt langsam an, wird schneller und schneller und ein Trittbrettfahrer nach dem anderen fliegt runter und die Reaktionäre werden in der Ferne immer kleiner. Und da nie gerecht werden kann, was auf Kosten anderer geht. Da nie sozial werden kann, was nur wenigen nützt. Da nie human werden kann, was über Leichen geht. Nie friedfertig, was am Krieg verdient. Nie menschlich, was unterdrückt. Nie fortschrittlich, was den Freiheitswillen bekämpft. Deshalb konnte niemand die Patrizier vor den Sklaven retten. Deshalb konnte niemand die Lehnsherren vor den Leibeigenen retten. Niemand die Fürsten vor den Bauern. Niemand die Könige vom Volk. Und niemand wird die Kapitalisten vor den Arbeitern retten können.